Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es weiter mit dem Seraphine Cosplay und ich werde euch heute zeigen, wie ihr komplett diesen Rock machen könnt. Also, wie schon gesagt, zeige ich euch heute, wie ihr diesen Boxed Plated Skirt von Seraphine machen können. Ich habe das Ganze erstmal auf einem Teststoff gemacht, weil ich möchte halt meine guten Stoffe noch nicht benutzen. Da habe ich halt erstmal angefangen, alles zu bügeln und dann die Form drauf zu machen. Die Pattern, sage ich jetzt, beziehungsweise die Form, wie ihr halt das machen müsst, da müsst ihr euch echt mal ein YouTube-Video anschauen. Ansonsten habe ich noch eine Template, also falls ihr die haben wollt, dann kann ich die euch auch gerne schicken. Ich habe meine halt komplett selbst gemacht. Ich bin eine deutsche 36 in der Waist und so habe ich praktisch den Skirt gemacht. Das ist alles mit ein bisschen Matte verbunden, deswegen schaut euch da am besten wirklich ein Video an. Es war doch einfacher als gedacht, aber ich habe das Ganze dann praktisch erstmal genommen und erstmal grob an diesen Stoff angezogen und dann geschaut, wie das fällt, ob das passt. Und zu meinen Gunsten, dank meinem Freund, der das mit der Matte Sachen gemacht hat, hat das gepasst. Ich habe dann aber praktisch angefangen, die Vorlage anzupassen, damit ich halt weiß, wie viele Plates ich ungefähr brauche, also wie viele von diesen Schwung, von diesen Falten, genau, Falten ich brauche. Seraphine hatte insgesamt 7 Stück. Also ich habe das wirklich aus dem Musikvideo so gut nachgemacht, wie es nur ging. Das Ganze habe ich dann halt praktisch oben den Durchmesser genommen und unten und das dann durch 7 geteilt. Und daraus habe ich dann praktisch eine Form gemacht. Ihr seht ja jetzt schon die fertige Form. Die habe ich dann erstmal auf meinem Kunstleder aufgetragen, komplett, wie viel ich halt gebraucht habe. Ich habe insgesamt 14 Stück von den Falten gebraucht. Und wenn ihr das halt gemacht habt, dann könnt ihr das Ganze ausschneiden. Mein Tipp ist dabei, lasst euch wirklich dabei Zeit. Rusht da nicht durch, macht das nicht alles schnell, schnell. Ich habe da wirklich auch mir echt, ich glaube, ich saß 5 Stunden an dem Rock insgesamt, einfach weil ich mir so viel Zeit gelassen habe, weil ich halt wollte, dass es so gut ist, wie es nur geht. Als ich diese Falten dann praktisch ausgeschnitten habe, habe ich die dann zusammengenäht, dass die Seite, die halt außen sein soll, halt das schöne Lederoptik, dass das halt außen ist. Und das Ganze macht ihr dann halt mit allen Seiten. Also ihr nehmt euch praktisch immer eine Falte, legt die dann zusammen, dass wie gesagt die Lederoptik innen ist und dann das gleiche. Und das macht ihr halt insgesamt 14 Mal. Also in meinem Fall waren es halt 14 Stück. Und wie gesagt, ihr seht ja auch schon, das ist jetzt die Echtzeit. Ich habe mir da wirklich Zeit gelassen. Überhaupt nicht schnell. Und das ist, glaube ich, auch mein größter Tipp. Als ich dann alle 14 Falten da angenäht habe, habe ich erstmal alles noch außen versäubert und dann grob mit ein paar Nähnadeln, die gibt es bei Rossmann ganz günstig für 2 Euro oder 2,50 Euro, habe ich erstmal von unten das umgeklappt, damit wir eine schöne abstehende Kante haben, in Anführungszeichen. Und das Ganze habe ich dann auch wieder ganz vorsichtig genäht. Und mein Tipp ist immer, vernäht das immer erst oben einmal, halt nach vorne, nach hinten nähen und dann das Ganze auch nochmal. Als ich dann relativ zufrieden war mit dem Rock, wie das halt von unten aussah und von den Falten, der fliegt halt jetzt noch nicht so schön, weil das halt eine Lederoptik ist, aber es hat halt schon echt gut gepasst, habe ich dann noch angefangen, das Waistband auszuschneiden. Wie gesagt, ich bin ja in der Waist eine 36, deswegen habe ich das auch erstmal markiert und dann habe ich ja einfach nur ein Waistband sozusagen da ausgeschnitten, einfach ein Viereck. Das Ganze habe ich dann wieder mit der Nähmaschine grob oben versäubert. Das ging halt auch alles relativ einfach und sehr unkompliziert. Und als ich das dann praktisch oben, wie ihr hier sehen könnt, grob versäubert habe, da habe ich mir jetzt auch nicht so viel Zeit gelassen, weil, also dennoch sauber, aber das habe ich dann halt oben in den Rock dann halt reingenäht, damit wir auch oben an der Waist in der Taille einen richtig schönen Übergang haben zu dem Rock. Und dann habe ich das Ganze nochmal anprobiert und habe dann noch einen Reißverschluss reingenäht. Und das war es halt im Prinzip auch schon mit dem Rock. Ich habe das wieder relativ schnell alles erklärt. Ich hoffe, ihr konntet den irgendwie folgen. Es soll jetzt einfach nur ein Video sein, damit ihr eine grobe Idee habt, wie ich den Rock gemacht habe. Wie gesagt, er fliegt noch nicht so schön und what the fuck habe ich mir bei dieser Szene gedacht. Aber ich muss sagen, ich bin relativ zufrieden. Ich bin gar nicht zufrieden mit dem Reißverschluss. Den habe ich ein bisschen verkackt, weil ich auch wirklich noch ein Anfänger bin. Aber die Haare, die kommen näher rüber.
Und im nächsten Video werde ich euch zeigen, wie ich alle Accessories gemacht habe. Heißt den Gürtel, die Nieten, die Armaccessoires und die Handgelenkaccessoires, wie halt die Ohrringe und so. Und ja, ich hoffe, ihr begleitet mich auch weiter auf meiner Journey zum Seraphine Cosplay. Das war's mit dem Video und ich würde sagen, XOXO!